herzlich willkommen zu einem neuen DIY. Square Enix hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, was zum Final Fantasy 7 Remake zu machen. Und ich bin so hyped. Auch bevor sie mich schon gefragt haben, war ich so hyped. Und jetzt, wo ich quasi trapped in Tokio bin und ständig durch U-Bahnhöfe laufe, wo alles voll ist mit Final Fantasy, bin ich noch mehr hyped. Und ja, deswegen machen wir heute eine wunderschöne, von Final Fantasy 7 inspirierte Blumenvase mit Papierlilien. Und alles wird so ein bisschen, ja, Aerith-themed sein, also mit so ein bisschen, ja, roten Krams von ihrer Jacke und ihr Halsband und die gelben Lilien, die sie mit sich rumträgt. Und ja, los geht's. Das ist heute mein Mogri-Ersatz, weil mein Mogri zu Hause in Berlin ist. Aber ist okay, er leistet gute Dienste. Ich finde, es könnte auch irgendwas aus Final Fantasy sein. So, wir fangen mit den Blumen an. Dafür braucht ihr gelbes Tonpapier, eine Vorlage. Das ist die Vorlage, die ich gemacht habe, weil meine Vase ist sehr groß. Wie ihr seht, sie ist quasi halb mein Körper. Deswegen auch eine große Vorlage. Ihr könnt das in jeder Größe machen, die ihr möchtet. Falls ihr sagt, hey, ich will vielleicht lieber welche für den Kopf haben oder keine Ahnung, ich will riesengroße haben für über mein Bett oder was auch immer, dann nehmt ihr einfach das, macht es größer oder kleiner, je nachdem, wie ihr möchtet. Wichtig ist, dass ihr hier unten diesen Flubbi ranmacht. Den brauchen wir nämlich, um das später zusammenzukleben. Davon schneiden wir jetzt erstmal zwei Stück zu. Mit der Papierstärke müsst ihr ein bisschen gucken. Es darf nicht zu dick sein, es darf aber auch nicht zu dünn sein. Also so ein guter Mittelwert, aber das werdet ihr schon merken beim Basteln. Habt ihr denn Final Fantasy gespielt? Und wenn ja, was war euer erster Teil? Das ist ja nun seit über wie vielen Jahren? Ich glaube 87 oder so kam der erste Teil, also seit über 30 Jahren. Gibt es jetzt Final und tatsächlich war aber Final Fantasy so das erste, was ich so richtig wahrgenommen habe und auch richtig selber gespielt und vor allem auch durchgespielt bis zum Ende. Und das hat mich einfach so emotional mitgenommen damals. Ich saß wirklich am Ende vom Fernseher und habe einfach geheult. Also das passiert mir bei Videospielen nicht ganz so oft. Und auch bei Filmen passiert mir das eigentlich auch nicht oft. Manchmal beim Mangas lesen, wenn es wirklich touching ist so. Aber ich saß auch bei 10. 10 hat mich auch so krass emotional mitgenommen. Ich war so, davor, weil man ja auch so viel Zeit investiert und so investiert in diese Charaktere ist. Ja, also das ist eine der Sachen, die wirklich Final geschafft hat, dass ich so emotional dabei war und dass es auch immer noch so präsent ist. Wann habe ich bitte Final 7 gespielt? Keine Ahnung, vor 20 Jahren? Nee, nicht ganz, vielleicht so vor 14 Jahren oder so. Aber ja, iconic. Auch wie Cloud aussah. Vielleicht hatte ich einen kleinen Crush auf Cloud. Aber wer hatte bitte keinen Crush auf Cloud? Selbst wenn er ein Dude war und heterosexuell, musste man ja trotzdem zugeben, dass Cloud ziemlich cool war. Das Witzige ist, unser Airbnb ist in der Nähe von Kabukicho. Also wir laufen so, keine Ahnung, 3 Minuten. Und in Kabukicho gibt es diese Host Clubs. Und diese ganzen Dudes, wenn du irgendwie so um 20 Uhr hier rausgehst, gehen die alle zur Arbeit. Und alle sehen einfach aus wie Final Fantasy Charaktere. Die haben alle diese fancy Pineapple Frisuren und diese engen Lederhosen und Stiefel und 20.000 Ketten oben mit so großen Löwenköpfen und so. Und ich bin immer nur so, wow, gleich geht hier so ein Kampf los. Warum hat keiner ein Schwert oder eine große Knarre dabei? Aber leider geht kein Kampf los. Okay, Heißklebepistole, dann bleib einfach auf dem Boden, wenn es dir da besser gefällt. Ist okay. So, wir schneiden jetzt aus. Und wie immer beim Ausschneiden, ihr dreht nicht die Schere, sondern ihr dreht das Papier. Denn dann werden die ganzen Kurven und Rundungen viel, 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 viel schöner. Den nächsten Schritt könnt ihr skippen, wenn ihr möchtet, aber ich finde, das verleiht dem Ganzen so ein bisschen Tiefe. Und zwar shaden wir jetzt mit Pastellkreiden so ein bisschen, ja, tiefer einfach rein. Also ihr nehmt euch so ein, zwei verschiedene Dunkelbraun und dann verwischen wir das so ein bisschen mit dem Finger. Je nach Lilie ist die Farbe natürlich anders. Also bei den gelben habe ich jetzt so ein Braun genommen. Wenn ihr zum Beispiel weiße Lilien machen wollt, dann müsst ihr halt ein Grün nehmen, weil weiße Lilien unten grün sind. Und je nach Farbe variiert das so ein bisschen. Und wichtig ist auch, ihr solltet nichts in der Nähe haben, was dreckig werden könnte, denn Pastellkreiden machen immer Schweinerei. Ich habe es zuerst mit Malen versucht, aber dieses Abkratzen funktioniert einfach besser. Und dann ein bisschen festklopfen und dann mit dem Finger verwischen. Mögt ihr eigentlich den Geruch von Lilien? Weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, die mögen den Geruch nicht, weil es zu süß ist. Also auch so ein bisschen wie
Obst, was so kurz davor ist, vielleicht schlecht zu werden, aber man kann es noch essen und es ist noch lecker. Da streiten sich die Leute ja auch bei Bananen. Wann ist die beste Bananensache? Manche Leute, die fast schwarz essen und andere Leute essen die noch grün. Ich persönlich mag den Geruch von Lilien total gerne und ich finde, Lilien sind auch einfach wunderschön. Also fast weit oben auf meiner Lieblingsblumenskala. Aber sie sind auch ziemlich extra und man muss mega aufpassen. Ich weiß nicht, wer von euch jemals Blütenstaub von Lilien an den Klamotten hatte, aber die konnte man dann nachher eigentlich wegwerfen. Deswegen, das hier ist die Safe-Variante. Da kann nichts mit euren Klamotten passieren. Und die verwelken auch nicht. Die werden nur staubig. Wenn ihr beide Seiten bestäubt habt, dann wascht euch ordentlich die Hände. Wartet, bis eure Hände wirklich trocken sind, weil sonst macht ihr so Patzer drauf. Und jetzt geht's ans Falten. Zuerst gibt's ja diese kleine Lasche, die knicken wir erstmal um. Und jetzt falten wir jedes Blütenblatt einmal in der Mitte. Ich habe es einmal versucht mit Falten und einmal ohne und ich muss sagen, mit Falten in der Mitte gefällt es mir besser, aber ist auch ein bisschen Geschmackssache. Jetzt holt ihr eure Heißklebe raus und jetzt machen wir Heißklebe auf diese kleine Lasche und kleben sie zusammen. Das Ganze müsste dann so aussehen. Und passt auf, dieser Teil ist prädestiniert, um sich die Finger zu verbrennen. Also wenn ihr das irgendwie festdrücken wollt, dann nehmt euch ein Messer oder einen Stift oder irgendwas, womit ihr rein könnt und es festdrückt. Nehmt nicht die Finger. Perfekt! Die Hälfte eurer Lilie ist fertig und jetzt machen wir noch die andere Hälfte. Hier sind unsere beiden fertigen Teile und die müssen wir jetzt auf Draht auffädeln. Ich habe nicht ganz so dicken Draht bekommen, deswegen nehme ich jetzt einfach zwei Stück und biege das erstmal oben so ein bisschen um. Ihr habt bestimmt eine Zange, ich habe nur eine Schere hier. Und die fädeln wir jetzt hier durch. Wenn ihr sehr gut geklebt habt, dann habt ihr hier unten kein Loch. Das müssen wir aber reinschneiden. Also ein kleines Eckchen abschneiden. Zack. Und das erste fädeln wir auf. So. Und kleben hier fest. Warten kurz, bis das kühl ist. Wenn das getrocknet ist, fädelt ihr die zweite auf und es ist so, dass zwei lange gegenüber sein müssen. Und das Ganze fixieren wir wieder mit Klebe. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Falls ihr so ein cooles Curling-Tool habt, macht ihr das damit. Ansonsten nehmt ihr einfach einen runden Stift oder ein Essstäbchen oder so und curlt die Blätter auf. Und spätestens jetzt werdet ihr feststellen, ob euer Papier zu dick oder zu dünn ist. So. Fast geschafft. Jetzt brauchen wir für innen noch die Blütenstempel. Und die könnt ihr entweder aus Draht machen, den ihr mit Blumenband umwickelt. Ich habe jetzt hier diese lustigen Dinger gefunden. Die sind eigentlich dafür da, um im Modellbau Bäume zu bauen. Aber die waren eigentlich perfekt, deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Und da drehen wir einfach so ein paar zusammen. Das könnt ihr theoretisch auch aus Papier machen. Ihr dreht das einfach zusammen, malt das grün an, aus Draht, alles Mögliche. Und dann machen wir hier oben einen Heißklebeflups drauf. So, und schon habt ihr einen Blütenstempel. Yeah. Dieses Ding kleben wir jetzt hier rein. Also einfach ein bisschen Heißklebe reinlaufen lassen und festhalten. Jetzt brauchen wir noch einen grünen Stiel, deswegen haben wir hier dieses Floral Tape Blumenband. Gibt es entweder beim Floristen oder am Bastelladen und damit umwickeln wir jetzt so ab hier ungefähr den Stamm. Und das alles machen wir jetzt noch zweimal. So, eine Lilie ist ja ein bisschen traurig, deswegen haben wir jetzt drei und die binden wir jetzt hier mit dem Blumenband zusammen. Falls ihr 7 schon mal gespielt habt, wart ihr Team Aris oder Team Tifa? Da ist ja im Fandom ein Krieg entbrannt, könnte man sagen. Ich finde aber, das ist eine super schwierige Entscheidung. Beide sind super cool. Ich glaube, damals fand ich Tifa ein bisschen cooler, weil sie ein bisschen aktiver war und ein bisschen mehr Badass irgendwie. Aber Aris war natürlich auch cute und mit ihren Blumen und sie war halt auch ein bisschen, naja, eingeschränkt ist das falsche Wort, gepeinigt, könnte man sagen. Also ihr Leben war, glaube ich, nicht so einfach. Also ich glaube, wenn ich jemanden cosplayen würde, würde ich eher Tifa cosplayen.
Aber es ist eine schwierige Entscheidung. Einfach, weil ich eher aussehe wie Tifa. Das macht es natürlich immer einfacher, wenn man jemanden cosplayt, der mehr aussieht wie man selber. So, das sieht auch schon mal gut aus, aber zu einer Lilie gehören natürlich auch ein paar Blätter. Die habe ich schon mal vorbereitet. So sehen die aus. Der Schnitt dafür wäre quasi einfach so ein langes Dingsy und dann zieht ihr das wieder über einen Stift oder über euer Curling-Tool und die kleben wir jetzt einfach hier ran. Tada! Unsere Lilien sind fertig. So. Die Vase ist aber noch ein bisschen leer und deswegen kümmern wir uns jetzt um die Vase. Ich habe jetzt roten Filz geholt und den kleben wir jetzt mal nach innen, damit wir nicht diese hässliche Schnittkante außen haben. Naja, das sieht ja Gott sei Dank keiner von innen. In Final Fantasy geht es ja auch viel um Fehler machen, okay? Und das kleben wir jetzt hier unten an die Vase. Als Finish habe ich mir gedacht, wir machen hier noch so eine rosa Schleife rum, weil die hat sie ja im Haar und sie hat ja diese Lederhalsbandkette, deswegen habe ich noch dieses Lederband geholt und das machen wir jetzt noch hier rum. Fertig! Ich finde, die ist sehr schön geworden. Ich finde, meine Lilien sind auch sehr schön geworden. So, es gibt natürlich eine Verlosung. Yay! Und zwar hat Square Enix mir die Final Fantasy VII Remake Deluxe Edition geschickt im Wert von 90 Euro. Also, falls ihr die haben wollt, dann schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr an Final Fantasy VII am meisten mochtet. Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, worauf ihr euch am meisten freut, weil ein paar von euch haben das bestimmt noch nie gespielt. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr das nachmacht, schickt mir auf jeden Fall ein Foto auf Instagram und taggt mich drauf oder auf Twitter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.